Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg zockt. Ja, und das ist unser Abschleppzug, der hier gerade den Schrottplatz verlässt. Bahnhof hätte ich fast gesagt. Nein, Bahnhof ist das nicht. Bahnhof ist hier. Hier ist der Schrottplatz. Ja, schön, das funktioniert also soweit. Dann lasst uns doch mal gucken. Oh, da kommen gerade schön die ganzen Schnellzüge, TGW und Co. So macht das genau Sinn. Jetzt fehlt noch ein Güterzug. Vielleicht kommt der ja auch noch. Hier wird auf alle Fälle abgeschleppt. Zug kaputt. Das kommt in den besten Familien vor. Ich finde die Idee ausgezeichnet. So, macht richtig Spaß. Ein Güterzug hätte ich noch gern gehabt. Ja, da kommt gerade keiner. Doch, da kommt einer. Das ist aber ein normaler, sage ich mal. Normale Länge. Der erfüllt auch seinen Zweck. Da müsste er auch was dabei haben. Jawohl. Neun Güter. Haben wir ja hier auch noch. Damit das Gute... wie hieß es gleich nochmal? Valroda, genau. Damit das gute Valroda da auch zu seinen Gütern kommt. Und hier fahren wir zum ersten Mal in diesen Bahnhof rein. Sehr schön. Der ist ja eigentlich mehr Wegpunkt als Bahnhof. Die Idee ist ja eben, dass der Zug hier fährt zusätzlich und eben diesen Güterzug abschleppt. So, jetzt warum das Teil hier nicht putzt, ich weiß es nicht. Ich habe es mal ins Forum geschrieben, also zu der Mortin. Geht nicht. Da hat jemand anderes davor schon geschrieben, geht nicht. Ja, geht nicht. Leider kam noch keine Antwort. Ich kann also nicht sagen, warum es nicht funktioniert. Es müsste eigentlich funktionieren, aber ja, müsste, täte, hätte, sollte. Es tut nicht. Gut, was aber tut, ist die Idee, dass wir hier hinten mal noch vielleicht die Weiche fertig machen. Das wollte ich eh schon. Und dann hier noch ein paar Wartungshallen hier hin. Und dann möchte ich unbedingt noch zu diesem Lastwagen zurückkommen, den wir da in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge mal auf die eine Linie gesetzt haben. Das hat aber natürlich nicht funktioniert, da der Lastwagen natürlich nicht Bushaltestellen anlaufen kann. Ihr wisst vielleicht welchen, diesen extrem schönen animierten. Also ich weiß nicht, ob der animiert ist, aber halt mit den Lampen und Co. Ist das verbuggt hier? Nein, das passt. Gut, da brauchst du noch ein Signal. Der Optik zuliebe. Machen wir mal hier und gleich mal noch hier. Na, drehen, mal gucken. Ne, ist nicht falsch rum. Das dachte ich gerade, sei falsch rum. Ah, aber Moment, das sind genau wieder diese Verbackten. Seht ihr? Hier oben das grüne Licht. Das gehört natürlich zur Ampel. Da nehmen wir halt eine andere. Wir haben so viele verschiedene. Wie sieht es damit aus? Sieht doch nett aus. Okay. Mal hier hin und mal. Na, jetzt. Ich wollte das halt wieder möglichst parallel haben. Geht nicht. Okay, gut, das geht aber. Ja, die stimmen, die Dinger. Sehr schön. Gut, Wartungshallen wollte ich machen. Wollten wir die eher hier innen haben oder wollen wir die eher außen haben? Gute Frage. Ich glaube, nach innen wird es schwierig von den Weichen her. Wobei, wir könnten, wenn wir hier rausgehen, brauchen wir da eine Oberleitung? Nein. Wenn wir hier rausgehen, doch, doch, das geht schon. Okay, jetzt ist die Frage, was brauchen wir hier an zusätzlichem Gleis? Ich muss mal gucken, das wäre mal einmal, das müssen wir ja wieder, können wir ja wieder abreißen. Zweimal. Dreimal reicht das oder brauchen wir noch ein zusätzliches Gleis? Ich muss mal gucken, wo haben wir denn die Wartungshallen? Hier. Wenn wir dich jetzt hier hinsetzen. Nee, das reicht. Okay, gut. Gut zu wissen. Dann können wir dieses Gleis verbinden, das andere natürlich dann wieder abreißen. Kommen wir hier noch rein? Das dürfte... Oh Gott, das wird doch eher eng. Schade, schade, schade. Macht natürlich nicht viel Sinn, wenn wir nicht wieder ins Gleis reinkommen. Wie sieht es denn hier vorne aus? Ja, auch Krümmung zu groß. Oh. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. In die andere Richtung geht es auch nicht. Und jetzt hier eine Riesenkonstruktion. Wir könnten natürlich hier jetzt eine Brücke machen und dann hier rüber und da rein. Aber das habe ich gesagt, möchte ich nicht machen. Wir haben noch so viele schöne Sachen, die wir... So wird es gehen. Kommen wir dann rein. So viele schöne Sachen, die wir noch machen können. Ich möchte die dann eher vorziehen. Ah ja, hier ist natürlich eine Weiche. Das kann nicht gehen. Und hier kann es auch nicht gehen, da hier wieder eine Weiche ist. Ja, sag mal. Okay, dann geht das nicht. Dann machen wir es eben außen. Ganz einfach. So, Schienen wieder weg. Ausprobiert haben wir es. Denn es gibt übrigens von wegen, ja, es gibt auch noch neue LKW-Ladeplätze und Bushaltestellen und.
werden wir uns natürlich auch alles noch ansehen. Und diese LKW-Ladeplätze, die können wir natürlich genau verbinden mit den Lastwagen, die kommen. Aber jetzt machen wir, ich erzähle hier schon wieder lauter Sachen aus der Zukunft. Jetzt machen wir hier erstmal diese Wartehalle. Nein, eine Wartehalle braucht es ja nicht. Ja, das müsste man verbinden können. Wobei, wisst ihr was, wir reißen erstmal über das Gleis ab. Das brauchen wir ja nicht. Das war nur zur Orientierung sozusagen. Das können wir auch noch wegnehmen. Das kleine Stück. So, dann stimmt's da. Ist schon schade, dass diese Waschanlage nicht geht, aber ja. Was sollen wir machen? Wenn sie nicht geht, dann geht sie eben leider nicht. Kommen wir hier auch nicht rein? Doch, hier geht's. Okay. Hier unten geht's auch. Ja, hier geht's auch. Bestens. Jetzt müssten wir hier eigentlich diese Wartungshalle ja hinkriegen. Ein bisschen länger machen den ganzen Spaß. Zum Beispiel hier. Fängt die an. Dann haben wir hier Ausgangstor. Was habe ich denn jetzt eigentlich gebaut? Moment, vielleicht mal erstmal gucken. Das Ausgangstor. Ja, warum nicht? Dann fahren wir oben rein. Eingangstor. Das wäre dann hier hinten. Aber ich glaube, wir bauen zuerst den Zwischenteil, damit wir wissen, wie lang das gute Stück ist. Wo war der Zwischenteil? Wartungshalle Mittelteil. Haben wir in der ersten Staffel auch schon mal verwendet. Hat mir da schon gefallen. So, und jetzt verwenden wir das gute Stück hier nochmal. Jetzt muss ich ein bisschen näher ran. Und vielleicht ein bisschen... Ja, ich kann den Winkel nicht mehr steiler machen. Dann gucken wir mal von hier. So, das müsste ungefähr passen, wenn man da Fels auf Fels... ja, Fels auf Fels stellt, sozusagen. Das ist kein Fels, sondern eine Säule im Prinzip. Ja, jetzt haben wir sie hier doppelt. Das macht nichts. Und jetzt hätten wir hier gern den Eingang. Und schon haben wir das gute Stück. Eingang, Eingang, Eingang. Eingang. Modern. Jawohl, machen wir mal modern. Der Ausgang ist dafür eher unmodern. Gut. Einfach der Optik zuliebe. Das ist doch ein schönes Stück. Und dann haben wir das auch mal noch auf der Anlage. Gut. Viel mehr würde ich jetzt hier gar nicht mehr machen. Wobei hier in die Mitte rein. Hier, das ist mir dann doch zu leer. Lasst uns hier noch irgendein Gimmick hinstellen. Wir haben so viele schöne Sachen. Wir gucken mal. Ja, ein Depot. Nein, ich wollte nicht bei den Depots gucken. Ich wollte eigentlich hier gucken. Was hätten wir denn hier noch? Eine Burg passt hier nicht unbedingt hin. Irgendwie, ja, vielleicht ein Straßenfahrzeugdepot, irgend sowas. Statt Eisenbahn. Wir könnten natürlich, aber ich... hier eine Bushaltestelle. Nein, sowas. Aber wir könnten hier was Neues nehmen. Nur ich wollte die eben eigentlich zeigen. Wenn wir da mit dem Holz arbeiten. Deswegen mache ich hier mal noch eine alte hin. Dafür brauchen wir aber erst, huch, rausgeswitcht, eine Straße. Und die Straße, die brauchen wir hier rein. Wie geht das am besten? Ich würde mal sagen, mit einer Brücke. Wenn wir hier rüberkommen. Ja, nee. Ist zu krumm, das Ganze. Gut, versucht haben wir es. Das kann uns keiner vorwerfen. Vielleicht hier eine Brücke rüber, Straße und hier wieder eine Brücke rüber. Testen wir mal. Okay, das geht mit einem gehörigen Schwung. Hier machen wir mal Güter. Eine Güterbrücke sozusagen. Gehen hier runter und hier rein. Irgendwie so und dann hier runter und dann können wir hier ein Depot hinstellen. Einfach nochmal der Optik zuliebe. Das kommt ja dann auch alles unserer Linie da hinten zugute, wenn es hier ein bisschen netter aussieht. So, ganzen Spaß wieder zurück. Jetzt möglichst hier gerade runter und jetzt gucken wir mal, was wir hier hinkriegen an Depot. Eine Schule hier draußen macht nicht viel Sinn. Ein Parkplatz. Warum nicht? Der passt. Ja, doch, der passt genau hin. Da passt aber sonst nichts mehr hin. Ja, ein IKEA, nein. Nicht hier draußen. Ein Schloss sowieso nicht.
Ja, und sonst haben wir halt die Sachen, die wir eh schon öfters mal hatten. Ein Atomkraftwerk zum Beispiel. Einfach damit hier ein paar Häuser stehen. Lasst uns doch hier mal das hinstellen und jetzt vielleicht doch mal... Ich weiß, es ist ein Tram-Depot mit Schienen und Co. Das macht nichts, das ist halt... Wir können ja auch sagen, das ist wieder alt und wird nicht mehr gebraucht, aber das Haus steht halt unter Denkmalschutz. Das gibt's ja sehr oft. Ich glaube, ich mache doch den Parkplatz hier hin. Wir haben hier noch lauter so kleine Sachen, die können wir natürlich auch verwenden. Ein Berghotel hier unten. Nein, das haben wir halt alles schon gemacht, gleich nebenan. Ich würde das eher jetzt hier nicht nochmal machen. Sondern, was haben wir hier? Die Feuerwehr, die haben wir auch das letzte Mal gerade da beim Krankenhaus. Ne, auch hier hinten in Valroda haben wir die hingestellt. Lasst uns den Parkplatz nehmen, der passt hier bestens hin. Ist ein bisschen krumm. Ja, der hängt hier sogar rein. Können wir den noch ein bisschen verschieben? Ich hoffe, der hat jetzt nicht ein halbes Vermögen gekostet. 25.000. Nee, nee, da kann man schon nochmal korrigieren. Ja, ist besser. Ein bisschen labt's drüber. Aber okay, gut. Jetzt natürlich ganz schnell zu den Fahrzeugen. Da kommen ein paar Fahrzeuge rauf. Da mache ich einmal wieder den gleichen Fehler. Eigentlich sind die angeschrieben hier mit 30 cm erhöht, falls sie hier auf so einen Vorsprung sollen. Und darüber ist die normale Version. Das weiß ich jetzt. Jetzt mal gucken, ob ich es hinkriege, dass sie nicht fliegen. Ne, der ist genau erhöht und der ist eben nicht erhöht. So. Da habe ich ja noch gefragt, warum fliegen denn die Autos die ganze Zeit? Ja, wenn man lesen würde. Seht ihr, da fliegt nichts mehr. Ja, noch so ein. Dann vielleicht noch ein Lastwagen dazu. Hm, schade, jetzt hat sich die Farbe nicht geändert. Nehmen wir noch einen Mercedes. Die richtige Taste müsste man jeweils noch finden hier unter dem Mikro drunter. So, einfach damit hier nicht wirklich gerade mal noch gähnende Leere herrscht. Deswegen kommen hier zwei, drei Fahrzeuge rauf. Ich würde mal sagen, das reicht schon bald. Wir können hier ja noch so einen Lieferwagen, das ist eh auch immer nett natürlich. Zumal der auch sein Aussehen wechselt. Sehr schön. Sobald man geklickt hat. Hier unten ist Feierabend jetzt. Hatten wir nicht noch irgendwo die Lastwagen? Lass mich mal gucken. Hier haben wir die Lastwagen. Warum nicht noch so einen hier hin? Der steht mal frech. Hier drauf. Da müsste eigentlich jetzt die Polizei kommen. Wir hätten ja die Polizei. Da könnte man natürlich durchaus nette Sachen machen. Zum Beispiel eine Idee war noch, einen Unfall zu simulieren. Auf der Autobahn. Finde ich eigentlich eine nette Idee. Aber ich weiß nicht, irgendwie ein Unfall. Man könnte es relativ einfach machen natürlich. Einfach ein Fahrzeug hinstellen, so wie das hier. Und dann die Polizei holen. Die kann man von Bushaltestelle zu Bushaltestelle lenken. Und wenn das Fahrzeug ungefähr hier ist, hält man es einfach an. Also gehen würde es. Wir können ja mal gucken, vielleicht machen wir noch sowas. Aber ich würde jetzt mal sagen, fürs Erste hätten wir es hier. Jetzt, nein, wir haben es noch nicht. Jetzt kommt wieder das. Ratet mal, was fehlt denn hier noch? Ganz klar. Nein, nicht Steine, sondern Bäume. Jetzt machen wir das hier wieder so. Dann geht das relativ schnell. Es ist einfach, das kann mir jetzt keiner sagen, dass das hier ohne Bäume besser aussieht. Das würde einfach nicht stimmen. Und es geht dermaßen schnell hier mit unserem Ego-Shooter-Dingens, dass das eigentlich fast doof wäre, wenn man das nicht einfach immer mal wieder ausnützen würde. Zumal es wirklich bei der Performance nicht viel ändert, zeigt mir die Erfahrung. Gut, hier noch ein Busch und schon sieht das wesentlich netter aus, finde ich. Gut, es ist gar nicht schlecht geworden. Und hier mit unserem Abschleppzug. Wir können mal wieder laufen lassen. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das mal mit den LKWs an. Ich weiß auch gerade wo schon. Hallo, TGW. Und da hinten ein Güterzug. Ah, nee, das ist nicht ein Güterzug, das ist unser Abschleppzug. Sehr nett. Der geht hier auch seiner Arbeit nach. Hat mir fast noch ein bisschen zu wenig Züge hier.
Hier müsste viel mehr Verkehr sein. Mal gucken, ob wir nicht die Linie hier doch noch ein bisschen aufstocken, beziehungsweise die Fahrzeuge noch ein bisschen aufstocken. Das hat schon eine lange Strecke natürlich. Gut, jetzt wegen den LKWs. Wotenitz und Liebenthal habe ich mir hier mal aufgeschrieben, dass die noch keine Güter haben. Das steht hier schon ewig lange auf meinem schlauen Zettel. Lass mich mal gucken. Tatsächlich, die haben gar keine Güter. Und L. Liebenthal, hier unten, die haben, glaube ich, auch keine Güter. Kann das sein? Ja, ein bisschen. Okay, das dürfte die KI sein, die hier liefert. Der nehmen wir jetzt die Arbeit ab. Wir brauchen aber Holz. Und da hätte ich gerne einen eher langen Weg. Denn wir wollen die LKWs ja auch sehen. Ja, guck mal hier zum Beispiel. Von hier nach hier hinten. Das ist doch ein ordentliches Stück Weg. Da können wir noch eine Straße zusätzlich bauen. Oder die hier benutzen und damit Brücke rüber. Hier hätten wir zwar auch Holz. Das ist aber ein kurzer Weg. Nö, dann lasst uns den hier machen, den langen Weg. Und dann von hier aus, ja, mit den LKWs nach Wotenitz. Und lohnt sich das mit den LKWs? Ja, wir machen jetzt mal eine reine LKW-Strecke. Jetzt haben wir so viele Güterzüge gemacht. Apropos, da haben wir sie ja. Dass wir jetzt durchaus auch mal wieder in Richtung LKWs was machen können. Schön. Das war genau das Treffen der schnellen Güterzüge oder eines schnellen Güterzugs mit der langsameren Linie, mit den Krokodilen. Boah, da kommt noch einer. Cool. Ja, jetzt wissen wir, wo der ganze Verkehr ist, den ich vorhin vermisst habe. Die sind auf dem Weg nach da hinten. Und der hat natürlich Vorfahrt. Die Krokodile müssen warten. Das ist ein ordentliches Momentchen, bis der halt da vorne dann das Blocksignal passiert hat. Macht er das gerade? Ja, doch, doch, hier hat er ein Signal vor der Brücke. Dann können die hier wieder starten. Mal gucken, wie es grün wird. Na, jetzt. Und schon nehmen sie ihren Betrieb wieder auf. Cool, gut, eben, soviel zum Thema Züge. Jetzt heißt es LKWs machen. Jetzt muss man gucken, wo war das gerade nochmal? Das war hier. Von hier nach da. Da machen wir ein Päuschen. Natürlich nur spielablauftechnisch. Und bauen denen eine Straße. Da könnten wir eigentlich auch gleich mal. Ja, nee, die Autobahn möchte ich später machen. Und die können wir dann hier ja angliedern. Aber wir können einen C-Bahnsweg machen. 6 Fahrspuren. 70 km/h, das ist mir aber dann doch zu langsam. Haben wir hier nichts Schnelleres? 130, okay, dann nehmen wir die Straße. Die ist zwar weniger breit, aber 130 km/h reichen. Also, wir haben hier schon Tunnel. Dann gehen wir hier raus und gehen zum Beispiel in die Straße rein, würde ich mal vorschlagen. Damit wir eben auch wirklich Weg haben. Ist das halbwegs schnell? Oh, eine Brücke. Nein, nein, nein. Wir wollen hier keine Brücke. Dann müssen wir das in kleineren Schritten machen. So, mal so. Mal so. Und ja, das geht schon. Dann kriegen wir das hier ohne Brücke hin. Dafür schön mit einer Allee. Halt. Daneben geklickt. So, hier rein. Dann wollen wir hier rüber. Ja, dann nehmen wir diese Bahnschranke gleich noch mit, würde ich mal sagen. Machen hier aber eine Brücke. Gefällt mir eh schon relativ gut. So oder so. Ne, wir machen hier mal die Brücke. Okay, und nach da hinten, dann haben wir die Strecke schon. Geht natürlich immer vergleichsweise schnell, eine Straße zu bauen. Schneller als eine Eisenbahnlinie zu verlegen. Okay, dann wären wir schon hier. Und jetzt wollen wir hier unter der Brücke durch. Das ist eh nett. Nachher hinten. Hier haben wir überall Straße. Dann hier rein. Dann würde ich sagen, wir greifen mal zum Updaten. 50 km/h, das ist definitiv die falsche Straße. 60 ist noch falscher. Hier 130. Überall, wo es geht, kriegen sie jetzt ihre 130.
damit diese LKWs auch vorwärts kommen. Wobei hier fahren dann natürlich LKWs, die Güter transportieren. Da haben wir auch eine ordentliche Auswahl. Das bauen wir hier nochmal, wenn wir es nicht updaten können. So, Bau. Halt. Von. Hallo. Von hier nach hier. Und hier mit der Straße rein. Da lasse ich jetzt auch gleich mal die 130. So, weiter updaten. Aha, ich bin falsch gefahren. Hier hätten wir ja nochmal Holz. Egal. Ja, dann fahren wir jetzt richtig, wenn ich falsch gefahren bin. So, hier lang, hier geht's wieder nicht, das reißen wir nochmal schnell ab dort. Wir gucken aber mal zuerst, ob das hier geht. Müsste eigentlich, okay, da haben wir eine Kollision, dann müssen sie hier runterbremsen. Kein Drama, wir sind dann eh gleich hier. So, der Rest ist eigentlich gemacht. Aber, wo war... Ne, das war nach Wotenitz, jetzt nach Liebenthal, hier unten. Ja, da fahren wir den gleichen Weg zurück. Da sind wir ja dann schon bald in Liebenthal. Hier runter. Und dann geht es hier in die Stadt rein. Da können wir hier noch ein bisschen updaten. Passt, da ist dann eh die Stadt. Den Bereich, ja doch. Fahren wir auch neu. Wenn wir schon gerade da sind. So, stimmt das? Ja. Das stimmt, jetzt wollte ich doch eigentlich hier hinten noch was abreißen, habe ich gesagt. Nochmal gucken. Wo war das gleich nochmal jetzt? Jetzt habe ich es irgendwie wieder. Munkbrarup. Nee, jetzt sind wir aber völlig falsch. Halt, halt, halt. Ganz weit rauszoomen, damit ich gar nichts mehr finde. Hier hinten ist Wotenitz. War das hier unten? Nee, falsch. Mensch, Heisenberg. Hier unten ist es doch, genau. Die Kamera gedreht und völlig mal wieder die Orientierung verloren. Hier wollte ich nochmal was machen. In Sachen Neubau. So, hier reinziehen. Und hier reinziehen. Halbwegs gerade. Ja, passt. Gut, dann würde ich mal sagen, die Strecke hätten wir soweit. Jetzt schicken wir. Ja, jetzt machen wir erstmal die Linie. Von hier unten. Ein Straßenfahrzeugdepot bräuchten wir natürlich noch. Wo würde sich das gut machen? Wo machen wir? Ich würde mal sagen, den größten Umschlagplatz machen wir hier hinten. Lass uns den doch gleich mal bauen. Eben. Dann können wir mal gucken, was wir hier an neuen LKW-Ladeplätzen haben. So, mal zurück. Hier hätten wir mal Cargo Station Country. Die ist, glaube ich, relativ groß. Die anderen sind, glaube ich, kleiner. Ja, ein bisschen. Aha, das ist dann eher für City. Wir gehen natürlich noch in die City. Ja, cool. Dann nehmen wir mal die große Variante, würde ich sagen. Die kommt hier hin. So, schauen wir uns gleich mal an. Oh, hätte man... Muss das grün sein? Oder hätte man hier vielleicht auch noch kurz plätten sollen? Plättet das nicht von alleine? Das können wir eigentlich rausfinden, indem wir hier mal gucken, ob wir was machen können. Nein, okay, dann soll das wohl grün sein. Oder, nee, wisst ihr was, da haben wir wahrscheinlich wieder das gleiche Problem wie bei der Baustelle, dass irgendeine Mod hier uns den Boden sozusagen wegnimmt. Wir schauen mal. Das können wir ja machen, indem wir hier zur Baustelle gehen. Und Baugrund. Sondierung sozusagen, oder was soll das heißen? Achtung, Grundzuwachser planieren, einebnen. Ja, schon eine Sondierung. Das funktioniert dort eben nicht, aber hier funktioniert es. Okay, machen wir mal. Mal drehen. Einmal hier. Das darf auch ein bisschen überlappend sein. Und dann haben wir hier nämlich auch statt der Wiese Sand. Flackert ein bisschen hier. Aha, das flackert wahrscheinlich, weil ich es übereinander geschoben habe. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Straße. Haltestelle. Wenn wir sie jetzt hier rauf machen. Zack. Okay. Cool. Ja, das sieht ein bisschen rostig aus, das Ganze.
Aber da können wir jetzt auch nichts machen. Das ist halt schade, wenn ich wüsste, welche Mod hier uns den Boden sperrt, dass wir den Boden nicht überschreiben können, sozusagen. Ja, da wäre ich froh, wenn ich das wüsste. Ich habe ein bisschen leisen Verdacht, dass es wahrscheinlich die Sommer- und die Frühlingsmod etc. sind. Die ändern ja hier die Farben vom Boden oder zum Beispiel die Schneemod auch. Die muss natürlich irgendwo schon verhindern, dass hier was an der Bodenfarbe geändert wird. Also das ist einfach meine Vermutung, die Vermutung eines Nicht-Fachmanns. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, ja, so geht's halbwegs. Gut, ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, sieht man es im Video auch, dass das so flackert? Hier, jetzt bewegt sich's. Ja, gut, können wir nicht ändern. Schade, schade. Da hätte im Prinzip die Mod hier einen eigenen Boden haben müssen. Sozusagen. Na gut. Halt, wir wollten das Depot noch hinstellen. Wenn wir schon hier sind, dann gibt es ja natürlich auch noch ein ordentliches Straßenfahrzeugdepot. Mal hier gucken. Ach, das ist der Flughafen. Nein. Den Flughafen wollen wir dann doch nicht. Wir müssen aber irgendwas nehmen, was auch funktioniert. Das kennen wir ja. Nicht, dass wir wieder irgendwas nehmen, was gut aussieht, aber nicht funktioniert. Boah, Schloss. Sehr schön. Eine Tanke. Wir haben doch schon seit Ewigkeiten keine Tanke mehr genommen. Gut. Jetzt hier hinten gibt es auch noch LKW-Ladeplatz. Die hatten wir hier. Ich würde ja gerne nochmal so ein Ding nehmen. Wir nehmen mal hier mit dem grauen Boden. Ich glaube, das funktioniert dann. Ja, guck mal. Hier hat die Mod sozusagen ihren eigenen Boden. Oh, sogar mit Ein- und Ausfahrt. Sehr nett. Cool mit Schranke und. Ja, gefällt mir fast besser wie das andere. Aber das hat auch damit zu tun, dass das hier wirklich einen eigenen Boden hat. Gut, dann wären wir hier in Liebenthal. Wo würde denn hier in Liebenthal ein LKW-Bahnhof Sinn machen? Hier hinten zum Beispiel. Dann müssten sie mit den Gütern hier rein und hier rüber. Ich denke, das kann man denen soweit zumuten. Können sie das überhaupt? Doch, wenn sie hier runterfahren. Dann eben diese Strecke nach hier hinten. Hier rüber. Und dann können wir hier ja noch helfend eingreifen, indem wir diese Straße hier noch rüberziehen. So, und jetzt hier hätten wir gerne... Ja, das sind einfach die beiden. Nehmen wir doch nochmal die City Station. Die hat wenigstens einen Boden. Warum nicht hier hin? Ja, auch nett. Und das gleiche brauchen wir jetzt natürlich noch in Wotenitz. Stimmt das? Doch, das stimmt. Wo haben wir hier die Industrie? Hier oben. Ah, das ist unser altes Städtchen hier, genau, wo ich, als wir das gebaut haben, habe ich noch gesagt, wenn sie dann hier oben auch noch Häuser hinstellen, dann sieht die Strecke relativ nett aus. Warum nicht dafür sorgen, dass hier noch ein paar LKWs langfahren? Mal gucken. Wir nehmen mal nochmal das hier. Das geht von der Terre-Angleichung nicht. Okay, da müssten wir sozusagen den Berg abtragen, das möchte ich nicht. Ja, unten haben wir den Platz nicht. Hier hinten wird es dann wahrscheinlich gehen. Da sind wir aber ein bisschen weit ab vom Schuss. Hier vorn. Das wäre doch auch gar nicht so schlecht. Dann haben sie hier sozusagen die... Ja, jetzt haben wir es nicht geplättet. Nochmal wegnehmen. Jetzt müssen wir es entsprechend bauen können. Hoffe ich mal. Halt, aber nicht bei der Eisenbahn, sondern hier. Nein. Hier. Ah, ich habe den falschen erwischt. Moment. Ich wollte den hier. Oh, jetzt haben wir hier. Ja. Herr Heisenberg, dann holen Sie doch mal wieder Ihr Werkzeug raus und retten Sie. Boah, abgerutscht und retten Sie, was zu retten ist hier. Geht ja. Schnell. Okay. Jetzt wieder das Ganze hinstellen. So, dann können die hier rein und hier die Güter abladen und dann sind sie in der Industrie. Das passt schon. Und damit sie jetzt hier vielleicht noch ein bisschen außen rum bauen, machen wir dem hier mal noch eine Straße hin. Die darf gerne gerade sein.
So, dann hier rüber gehen. Am LKW-Bahnhof vorbei und hier irgendwie rein. Ja, so. Okay, dann können sie hier nämlich auch wieder bauen, wenn sie denn wollen. Können wir hier vielleicht noch rüber? Das gefällt mir hier nämlich auch nicht wirklich, wie das aussieht. Aber ich glaube, das geht nicht. Nein, das haben sie genau so gebaut, dass sie eben noch bauen können. Und wenn wir hier mit der Straße rauskommen würden, dann hätten sie hier noch ein Haus hingestellt. Dann würde das eben gehen. Ja, gut. Was aber natürlich auch nicht wirklich sehr schön ist, ist das hier. Das dachte ich vorhin schon und dann war ich zugegebenermaßen ein bisschen zu faul. Ich wollte zuerst hier das mit den LKWs machen, aber das kann man ja nicht ansehen hier. Dieses Feuerwehrdepot oder Feuerwehrhäuschen, das hat mehr verdient wie hier das, was wir da hingestellt haben ursprünglich. Ja, jetzt ist es schon besser. Das sieht wieder felsiger aus. Gefällt mir besser. Gut. Wisst ihr was, wir machen hier mal noch einen Weg hoch. Einfach damit das hier nicht so leer aussieht. Runterziehen. Ja, genau. So, ein Weg ins Nirgendwo, aber dann ist hier auch was. Gefällt mir schon besser. Gut, jetzt eigentlich Linie und Fahrzeuge. Neue Linie. Das wäre dann einmal drehen von hier hinten. Jetzt finde ich es natürlich wieder nicht. Hier unten. Von hier. Ja, Holz. Haben wir hier die Fabrik oder? Ne, hier haben wir den Wald. Hier haben wir sozusagen die Fabrik, die Schreinerei. Von nach hier hin. Das wäre dann Holz. LKW. Machen wir mal LKW. Holz. Liebenthal. Ne, Munk, Brarup. Ist eigentlich egal. Dann machen wir Munk. Brarup, stimmt das? Müsste. Munk, Brarup. Doch. Schwein gehabt. Okay. Nächste Linie. Die würde dann die Güter in die beiden Städte bringen. Ja, sollen wir da nochmal zwei Linien machen oder machen wir eine? Doch, ja, müssen wir zwei machen. Das sind unterschiedliche Wege, würde ich sagen. Der eine Weg geht nachher hinten und der andere Weg geht nachher unten. Ja, ist besser. Wir machen nochmal zwei Linien. Also das wäre dann von hier Güter holen und hier in Wotenitz hier hinten abliefern. Dann wäre das Güter oder LKW Güter Wotenitz. Wotenitz. Irgendwie, ja, vielleicht Haltestelle noch hinzufügen, Herr Heisenberg. Das wäre doch auch noch eine Idee. Naja, jetzt haben wir wenigstens die Linie schon angeschrieben. Den Rest machen wir jetzt. Ja, zack. Dann haben wir die Linie auch. Dann brauchen wir noch eine dritte Linie. Die geht von hier. Oh, mal in schickem Grün. Also von hier nach Liebenthal. Hier unten, wo haben wir hier den LKW-Ladeplatz hier hinten. Okay, dann wäre das Güter bzw. LKW. Güter Liebenthal. Okay, und jetzt? Jetzt kaufen wir die LKWs. Jetzt bin ich gespannt auf diesen Holzlaster. Ob der irgendwie noch animiert ist oder ob der einfach, ich sag mal, nur gut aussieht. Was haben wir denn hier noch? Boah, das sind aber irgendwie auch alles neue. Wir nehmen mal noch so ein. Mal gucken, was der macht. Aber primär hätte ich schon gerne. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Das ist doch auch ein neuer Güter. Okay, den könnten wir eigentlich noch nehmen. Dann später, Gott, wo habe ich denn all diese LKWs her? Die kommen mir alle nicht wirklich bekannt vor. Aber wo ist jetzt das gute Stück? Irgendwo hier war es doch. Da ist er. Okay, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und das wäre dann LKW Holz.
Wo haben wir es? LKW. Holz. Munkbrarup. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wir lassen mal laufen. Das mit den Gütern werden wir natürlich gleich noch gucken dann. Aber was macht jetzt der LKW? Ja, jetzt kann er noch nichts machen. Wir haben hier natürlich noch keine Produkte, die er hier abholen kann. Das ist schon ein Hammerteil. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie das aussieht, wenn der da hinten dann Holz abholt. Da müssen wir jetzt einen Moment Geduld haben. Boah, was für ein schöner Lastwagen. Sowas hätte ich gerne früher gehabt, muss ich sagen, als Kind. Ich habe solche Autos geliebt, aber da gab es die natürlich in dem Sinn nicht, hier mit Kran und mit Licht und mit... Aha, und hier haben wir jetzt den anderen noch. Okay, der ist einfach leer. Ich nehme mal an, der ist dann voll. Aber habt ihr den Sound gehört von den LKWs? Ah, doch, doch, jetzt hier diese... Sehr, sehr nett. Gut, sollen wir von hier gleich mal noch die Güterlinien bestücken? Ich würde mal sagen, ja. Mit Güterlastwagen. Dann nehmen wir mal einen solchen, damit wir hier ein bisschen Abwechslung haben. Einen solchen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal, wir nehmen nicht einfach mal, wir weisen die jetzt zu. Sonst gibt es ein Durcheinander. Da habe ich den anderen gar nicht gekauft, den ich kaufen wollte. Hier nochmal Güter. Achso, ich habe einfach die Güter zugewiesen und ihn dann nicht gekauft. Ja, das kann man natürlich auch machen. Ist nicht verboten. Güter. Güter. Ich achte jetzt natürlich auch überhaupt nicht aufs Tempo, sondern das ist wieder eine reine Optik-Sache. Auch wenn die Linie an und für sich natürlich, die müsste funktionieren. Also da gibt es eigentlich gar nichts. Hier haben wir nochmal Holz. Ja, lassen wir. Dann reicht das. Dann sind das LKW-Güter. Motenit. So, auch mal schnell gucken. Ah, die machen sich gleich auf den Weg nach Motenit. Okay. Werkstatt und Waschanlage. Das ist schon eine sehr, sehr coole Mod hier. Diese Tankstelle, die liebe ich. Okay, ihr macht euch auf den Weg und ist hier schon jemand hier hinten angekommen? Hier unten wäre es. Nein, noch nicht. Das heißt, wir können hier nochmal Fahrzeuge kaufen. Mach ich mal hier hoch, nicht, dass wir dann die falsche Linie nehmen. Güter. Machen wir das gleiche nochmal. Hier mal so ein. Ne, das geht nicht, aber so einer geht. Güter kaufen. Na, wenn ich es erwische, Güter kaufen. So ein. Güter kaufen. Oben der Tische weh. Beziehungsweise rechts, nicht oben. So ein noch. Völlig random. Einfach damit wir aber eben auch verschiedene haben. Kohleeisenerz, der macht auch Güter. Beziehungsweise der macht keine Güter, der nimmt sie mit. Eisenerz. Ja, das geht nicht. Hier den Ups-Kollegen noch. Auch Güter mit gleich 40 Stück eben. Das wird natürlich niemals funktionieren, dass die dann wirklich voll sind. Aber das ist auch egal. So, vielleicht ein Lastwagen noch. Ich würde mal sagen, vielleicht den hier. Ja, der nimmt auch Güter mit. Machen wir den gleich zweimal, dann haben wir genug. Und jetzt hätten wir hier Güter, also LKW-Güter. LKW-Güter. Oben haben wir Wotenitz, dann haben wir jetzt Liebenthal. Gut, dann kommen die hier auch raus und dann gehen wir mal gucken, was die anderen LKWs noch machen. Von wegen, ob die jetzt beladen sind mit Holz. Ich glaube, wir kriegen da hinten leider noch kein Holz. Können wir zumachen, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, nett. Da müssen wir jetzt eigentlich auch ordentlich Betrieb haben hier dann mit der Zeit. Jetzt sind die halt alle wieder aufeinander. Das ist das altbekannte Problem. Oh, da fährt noch einer nackig rum. Guck mal. Auch schön. Der kriegt seinen Anhänger erst, wenn er groß ist. Nee, Blödsinn. Der kriegt seinen Anhänger natürlich, wenn er Güter aufnimmt. Ich hoffe mal, das klappt dann früher oder später. Die Linie haben wir schon. Gehen wir mal gucken.
Wie sieht das hier hinten aus? Oh, hier liegt tatsächlich doch schon Holz. Guck mal. Und da kommt ein LKW. Jetzt bin ich einmal gespannt, was passiert. Gibt es da noch eine Aufladeanimation oder hat der dann einfach seine zwei, drei Bretter drauf? Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Na, wo willst du hin? Ah, hier ist die Beladestation. Na? Wow. Wow. Ist ja cool. Okay, also der Kran funktioniert. Das Holz hinten drauf sieht man nicht. Das kann jetzt aber natürlich daran liegen, dass das nur ein einziges Brett war. Aber das ist schon, also mit dem Kran, der sich hier noch bewegt. Heiliges bisschen. Mehr als nur nett. Mit Greifarmen. Wow, und die Greifarme gehen auf und zu. Heiliges bisschen, lieber Modder. Das ist ja... Puh. Was man nicht alles machen kann. Ich kriege mich nicht mehr ein. Echt, dieses Tränenfieber ist einfach ein Phänomen. Das ist ja absolut grandios mit diesem Lastwagen. Jetzt, ich bin gespannt, ob man, wenn das Ding hier richtig läuft, ob wir dann noch sehen, dass Holz auf der Ladefläche ist. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man das nicht sieht. Wenn die ganze Aufladeaktion schon so liebevoll animiert ist, müsste man doch eigentlich das Holz auch sehen. Ja, ich würde sagen, wir behalten das mal im Auge, definitiv. Also der Lastwagen ist definitiv, kann ich sagen, mein Lieblingslastwagen hier in dem Spiel. Das ist aber auch nicht schwer, wenn man so einen coolen Lastwagen baut. Wer ist hier noch unterwegs? Ah, unser kleiner Nackedei. Okay. Und ansonsten gibt es hier tatsächlich auch schon Güter. Ja, Rothenitz-Liebenthal, das funktioniert bestens, da bin ich ja froh. Gut, jetzt haben wir aber so viele LKWs gesehen, jetzt würde ich doch glatt mal wieder einen Zug nehmen, wenn ich einen finde. Weit und breit kein Zug. Sag mal, jetzt haben wir hier so viele Gleis, da müsste doch irgendwo ein Zug unterwegs sein. Hier hinten auch nicht? Nö. Haben die irgendwie, haben wir jetzt die Züge gelöscht, weil wir so schöne LKWs drauf haben? Ne, hier unten fährt einer, das wäre jetzt das Größte gewesen. Was bist du denn für einer? Du bist der Shinkansen, ein Schnellzug. Okay, liebe Leute, danke fürs Zusehen. Wir gucken dann mal in der nächsten Folge noch, ob unsere LKWs auch Holz laden oder nicht. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.